Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe, das Liebessehnen. Das Liebessehnen. Sehnen, subtile Form des liebenden Begehrens, die jenseits allen Habenwollens als Mangel erlebt wird. Erstens, der Satyr sagt, ich will, dass meine Begierde unverzüglich befriedigt wird. Wenn ich ein schlaftrunkenes Gesicht, einen halb geöffneten Mund, eine schlaff herabhängende Hand sehe, möchte ich mich darauf stürzen können. Der Satyr, eine Gestalt des Sofort, ist das genaue Gegenstück zum Sehnenden. Das Liebessehnen besteht in nichts anderem als im Warten. Ich hörte nicht auf, nach dir zu verlangen. Die Begierde ist überall, im Stande der Verliebtheit aber wird sie zu jenem ganz eigentümlichen Sehnen. Zweitens. Und du, sag doch, mein anderer, wirst du mir endlich antworten. Ich sehne mich nach dir, mich gelüstet nach dir. Ich träume von dir, für dich, gegen dich. Antworte mir, dein Name ist ein verströmender Duft. Deine Farbe erglänzt aus den Dornen, belebe mein Herz mit frischem Wein, mach mir eine Decke aus Morgen. Ich ersticke unter dieser Maske, trockene, geglättete Haut, nichts existiert außer der Begierde. Drittens. Blick ich dich ganz flüchtig nur an, die Stimme stirbt, ehe sie laut ward. Ja, die Zunge liegt wie gelähmt, auf einmal läuft mir Fieber unter der Haut entlang und meine Augen weigern die Sicht. Es überrauscht meine Ohren. Mir bricht Schweiß aus, rinnt mir herab, es beben alle Glieder. Fahler als trockene Gräser bin ich, einer Toten beinahe gleicht mein Aussehen. Viertens. Auf den Lippen schon schwebte bei Agathons Kuss mir die Seele. Ach, die Trunkene kam, überzugehen in ihn. Im Liebessehnen bricht etwas auf ohne Ziel, so als ob die Begierde nichts anderes wäre als dieser Blutandrang. Das also ist die Ermattung des Liebenden, ein Hunger ohne Sättigung, das klaffende Gieren der Liebe. Ein Hunger ohne Sättigung, das Sehnen. Roland Barthes zitiert in diesem kurzen Fragment Texte von Philippe Soyer, einem modernen Dichter, von Platon und Sappho, zwei griechischen Autoren der vorklassischen und klassischen Antike, einen Mann und eine Frau. Sappho. Vor allem sie ist berühmt geworden für ihre Liebesgedichte, für ihr Sehnen nach einer geliebten Person, sei es ein Mann, sei es eine Frau, sei es eine Tochter, sei es eine Schülerin. Und sie beschreibt dieses Sehnen vollkommen in ihren Gedichten. Das war möglich in einer Zeit, als das sexuelle Verlangen, die erotische Begierde noch keine Todsünde war. Also lange, lange bevor das Christentum sich im Mittelmeerraum breit gemacht hat. Sappho lebt im 6. Jahrhundert vor Christus in Griechenland auf der Insel Lesbos. Und zu ihrer Zeit war noch nichts zu merken von dieser platonischen Leibfeindlichkeit, die auch das sexuelle Verlangen transzendierte oder eben zur Erbsünde und Schuld machte. Im 6. vorchristlichen Jahrhundert wurden die Frauen zur erotischen Liebe, zur sexuellen Liebe erzogen, zur sexuellen Erfüllung in der Ehe, zur sexuellen Erfüllung ihrer eigenen Person und der ihres Ehemanns. Sappho, was wissen wir von ihr? Nicht so viel, viel ist Legende. Geboren wurde sie zwischen 630 und 612 vor Christus
und gestorben ist sie um 570 vor Christus. Gelebt hat sie überwiegend auf der Insel Lesbos in Mytilene, der Nord-Ägäis, der Insel, die heute berühmt-berüchtigt ist für die schrecklichen Flüchtlingslager und die Situation der Flüchtlinge, die wir jetzt hautnah doch immer wieder erleben und sehen. Damals war Lesbos ein kulturelles Zentrum in Griechenland und gerade auch Sappho war zu ihrer Zeit und auch in der klassischen Antike Welt berühmt. Sehr viel ist nicht erhalten geblieben. Man schätzt, ungefähr nur 700stel ihres Gesamtwerkes ist erhalten. Das kommt auch nicht zuletzt daher, dass eben das Christentum diese Art von Liebe und Liebesgedichten verdammt hat. Man hat ihr die sogenannte eben lesbische Liebe nachgesagt. Sie habe sie quasi sozusagen erfunden. Und das, obwohl sie verheiratet war und eine Tochter Klees hatte. Es heißt, sie sei unansehnlich gewesen, eher hässlich, dunkelhäutig und von kleiner Statur. Und man hat ihr nachgesagt, eine Selbstmörderin zu sein, eine fast Selbstmörderin zu sein. Sie habe sich aus unerfüllter Liebe zu einem Fährmann namens Faun vom Felsen gestürzt. Das ist eine Legende, die ihr angedichtet wurde. Faun, der Inbegriff männlicher Schönheit, göttlicher Schönheit. Das wurde lang erzählt um ihre Figur. In der Antike war sie hochgerühmt, wie gesagt. Horaz, Catull zählten zu ihren Bewunderern. Und Platon hat gesagt, Sappho sei die 10. Muse gewesen. Sapphos Lieder besingen die Schönheit der Frauen, ihrer Freundinnen, die Schönheit der Tochter, ihrer Schülerinnen. Sie hat eine Schule für junge Frauen gehabt. Und ein Gedicht, das erhalten geblieben ist, möchte ich Ihnen vorlesen, in dem sie schildert, wie sie das Sehen und auch die Eifersucht packt auf eine junge Frau, auf einen jungen Mann besser gesagt, der neben einer jungen Frau sitzt, die Sappho liebt. Er zeigt sich mir den Göttern gleich, der Mann, der Aug in Aug bei dir sitzt und so ganz nah deinen leisen Worten lauscht, deinem verlockenden Lachen. Mir aber steht das Herz still in der Brust. Erhebe ich meinen Blick nur kurz zu dir, kein Sterbenswörtchen will mehr über meine schwere Zunge wie festgefroren. Dann feines Feuer unter meiner Haut entlang, meine Augen verdorben schauen nicht, ein Rauschen ist in den Ohren, Schweißperlen rinnen an mir herab, das Zittern erfasst meine Glieder, fahler als Heu bin ich, verstorben, wenig fehlt daran, fühl ich mich, Agallis. Doch lässt sich alles ertragen, denn das ist eine andere Fassung eines Gedichts, das ich Ihnen in Teilen vorgelesen habe und das ich in der deutschen Übersetzung des Roland Barthes-Textes findet. Was war das für eine Frau? Was wissen wir noch von ihr? Sie stammte aus einer wichtigen, berühmten Familie, die in Mytilene gewohnt hat, sich aber leider Gottes für die falsche politische Partei entschieden hat und ins Exil geschickt wurde. Man hat ihr Vermögen eingezogen und Sappho gelang es dann nach Lesbos zurückzukehren. Sie hat geheiratet, sie hat eine Tochter bekommen, wie gesagt, und sie hat dann eine Schule für junge Frauen eingerichtet und sie das richtige Lieben gelehrt. Also ihr hat sie Hochzeits- und Liebeslieder gelehrt,
Und sie ist, so heißt es, alt geworden für die damalige Zeit. Es gibt eine Altersklage von ihr, was aus ihr im Alter, wie hässlich sie geworden sei. Es wird behauptet, dass Sappho das Mixolydische erfunden habe, eine Tonart, die wichtig geworden ist in der griechischen Musik. Eine sehr empfindsame, sehr emotionale Tonart, die sich auch für die Tragödie sehr gut eignete. Das Griechische und das Altgriechische ist ja eine sehr rhythmische Sprache, auch eine sehr vokalreiche Sprache, ohne die die Musik nicht zu denken ist. Es gab zu damaliger Zeit keine reine Instrumentalmusik, sondern alle Musik wurde von Sprache begleitet. Die Sprache war das Wichtige. Begleitet wurde die Sprache, die Texte dann von der Lyra zum Beispiel, einem Saiteninstrument, oder von der Kithara, einer Art Leier, von der Aulos, ist eine Art Flöte, die aus zwei Röhren besteht, aus einem hohen und einem tiefen Ton, und von der Magadis, einem Saiteninstrument, was mit dem Finger gezupft wurde und vor allem auch in Mytilene verbreitet war. Sappho hat Hochzeitslieder gedichtet. Und diese Hochzeitslieder wurden gesungen, wenn die Braut aus dem Elternhaus in das Haus des Ehemannes überführt wurde. Die Brautmädchen sangen Abschiedslieder. Die jungen Männer, die Freunde des Bräutigams, besangen das Glück des Bräutigams, der so eine hübsche Braut sich ergattert hat. Anschließend gab es ein großes Fest, da wurde wieder gesungen und getanzt. Das Hochzeitslied auf den Gott der Hochzeiter wurde gesungen, auf Hymen, auch das Jungfernhäutchen, das eben in jener Nacht dann zerrissen wird. Die ganze Nacht über wurde bei so einer Hochzeit gesungen, Lieder vor dem Brautgemach, so hießen sie. Und in all diesen Künsten hat Sappho ihre jungen Schülerinnen unterrichtet. Sie lernten das Lobpreis der Aphrodite, der Göttin der Schönheit und der Liebe. Und ein Gedicht von Sappho ist erhalten, in dem sie sich an Aphrodite wendet. Es ist eine Art Gebet, in dem sie Aphrodite bittet, ihr doch zu helfen. Sie sehnt sich nach einem Geliebten und wird aber bis jetzt noch nicht erhört, und sie bittet Aphrodite um Hilfe. Auf schillerndem Thron, unsterbliche Aphrodite, listiges Zeuskind, ich bestürme dich, nicht mit Gram und innerer Leere brich mir, Herrin, das Herz. Nein, wenn du jemals mein Rufen vernahmst, wie von weit her, dann eile zu mir, das goldene Haus deines Vaters verlassend. Hochgeschirrt war dein Wagen, Spatzen zogen ihn zum dunklen Erdenrund, flugs vom Himmel hoch hin durch den Luftraum. Geschwind ward ihr, du Selige, ein Lächeln auf ewigem Angesicht, frugst, was ich litte, daß ich dich wiederum riefe. Was wollte mein rasendes Herz so sehr, daß es geschähe? Wen wünschst du diesmal zugeführt in deine Liebe? Wer tut dir Sappho weh? Flieht die Person, folgen muß sie. Verschmäht deine Gaben, schenken wird sie. Liebt dich nicht, geschwind muß sie lieben, auch wenn sie nicht will. Komm zu mir auch heute, aus schweren Nöten erlöse mich, was ich wünsche, das gewähre. Du aber sei mir Kameradin. Wunderbares Gedicht auf Aphrodite, deren Wagen von Spatzen geführt wird, ein Lächeln auf ewigem Angesicht. Das hat man auch dann erotisch gedeutet, das Lächeln der Aphrodite. Sie wird gebeten, ihr in ihrem Sehnen, in Sapphos Sehnen zu helfen. Die Welt der Frauen, das war die Liebe.
Auch die erotische, auch und gerade die erotische Liebe, die Welt der Männer, das war der Kampf, das war der Krieg, das waren die Lieder einer adligen Kriegerkaste. Es gibt wenige Verse, Fragmente, die noch erhalten geblieben sind. Zwei will ich Ihnen noch lesen. Voll Verlangen bin ich, voll Begierde, sagt sie. Oder auch wunderbar die folgenden Zeilen. Wieder schüttelt mich Eros, schwächt meine Glieder, treibt mich süß, bitteres, entmachtendes Kriechtier. Sappho, das ist die ewig Liebende geblieben, die sich verzehrt nach ihren Geliebten, nach ihren Schülerinnen, nach ihrer Tochter, nach Männern. Und so ist sie in Erinnerung geblieben und dann im Christentum auch diffamiert worden. Erst die Moderne hat sie wieder rehabilitiert. In einer Zeit, in der lesbische Liebe und homosexuelle Liebe keine Sünde mehr ist, kein Verbrechen, konnte diese Autorin wieder zu neuem Ruhm